Top 10 heute mit 10 epischen Fakten über unsere Erde mit Christoph von Klickzoom Science and Fiction. Hallo Robert, Nummer 10. Neben der Antarktis gibt es nur einen weiteren Fleck auf der Erde, der nicht im Besitz einer Nation ist. Es ist Bir Tawil und liegt zwischen Ägypten und dem Sudan. Doch keines dieser Länder will es haben. Ja, willkommen im Niemandsland. Wer möchte Bir Tawil? Zum Ersten, zum Zweiten, na, weiter mit der 9. Es gibt rund 8,7 Millionen unterschiedliche Tierarten auf der Erde, aber bis zu 200 Arten sterben täglich aus. So eine hohe Rate gab es nicht mehr seit dem Aussterben der Dinosaurier. Sehr gut. Oder wohl eher sehr schlecht. Ja, meine ich doch. Nummer 8. Um die Erde zu verlassen und in den Weltraum zu gelangen, muss man die sogenannte Kármán-Linie in 100 Kilometern Höhe erreichen. Denn hier ist die Grenze der Erdatmosphäre zum Weltraum. In den USA gilt man aber schon als Astronaut, wenn man 80 Kilometer Höhe erreicht hat. Ja, dann ist ja easy. Nummer 7. Ein Tag wird jedes Jahrhundert um 2 Millisekunden länger. In 200 Millionen Jahren wird demnach ein Tag 25 Stunden lang sein. Phänomenal. Dann kann ich auch endlich mal wieder länger schlafen. Leider hat das Jahr statt 365 dann auch nur noch 335 Tage. Also kein Urlaub mehr für dich. Na super. Nummer 6. In Westafrika gibt es doch tatsächlich explodierende Seen, die Menschen durch Erstickung töten. Das geschieht, indem sie riesige CO2-Gaswolken ausstoßen. 1986 wurden durch eine einzige CO2-Wolke 1700 Menschen getötet. Nummer 5. Das Magnetfeld der Erde ist am schwächsten im Bereich der sogenannten südatlantischen Anomalie. Das liegt vor der Küste Brasiliens. Durch das schwächere Magnetfeld ist dieser Bereich erhöhter Weltraumstrahlung ausgesetzt. Satelliten, die über dieses Gebiet fliegen, können ernsthaft durch die Strahlung beschädigt werden. Nummer 4. Es gibt ungefähr 20 Millionen Tonnen Gold in den Weltmeeren. Doch leider ist es so verdünnt, dass ein Liter Meerwasser nur 13 Milliardstel eines Gramms enthalten. Schade, da kann ich ja lange Wasser filtern, um reich zu werden. Dann musst du wohl weiter Top 10 Videos machen. Okay. Nummer 3. Prinzipiell gab es schon vor 2 Milliarden Jahren Atomreaktoren auf der Erde. Und zwar in Gabun, Zentralafrika. Dort gab es damals radioaktive Uranablagerungen, die genug Power erzeugt haben, um 30 Toaster zu betreiben. Naja, immerhin. Nummer 2. Wenn es keinen Luftwiderstand gäbe, dann könnte man in 40 Minuten vom Nord- zum Südpol gelangen, indem man durch einen Tunnel einmal komplett durchs Erdinnere springen würde. Das wäre was für Felix Baumgartner. Jedoch konnte man bisher leider nur 0,2% Richtung Erdmitte bohren. Und die Nummer 1. Möglicherweise wurde unsere Erde einmal fast durch die Kollision mit einem Planeten namens Theia zerstört. Die Bruchstücke des Aufpralls sollen sich demnach in der Erdumlaufbahn gesammelt und sich dann langsam zum Mond zusammengeklumpt haben. Dann wollen wir hoffen, dass die nächste Kollision noch lange auf sich warten lässt. Danke und auf Wiedersehen. Das wollte ich schon immer mal sagen. Sensationell! Wenn ihr noch mehr über die Erde, Universum und einfach alles Erdenkbare erfahren wollt, dann müsst ihr beim neuen Klickzoom Science and Fiction vorbeischauen. Besser als Galileo und die Dokus auf N24. Hier besteht absolute Abonnierpflicht. Schaut vorbei und abonniert!